Willkommen im Albeit Stadium. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht am heutigen Tage das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Deutschland gegen Japan. Die Stimmung im Stadion könnte kaum besser sein. WM-Gruppenspiel, es wird spannend, es wird sehr interessant. Das ist ein Duell, das einiges verspricht. Thomas Müller, da schießt er. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Da sehen wir die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer, Antonio Rüdiger spielt mit Niklas Süle. In der Abwehr Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und Kai Havertz ist heute erstmal der einzige echte Stürmer. Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Die Aktion war zu ungefährlich. Wie lautet deine Prognose in der heutigen Partie für Thomas Müller? Er. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. Für das Foul zeigt er die gelbe Karte. Und so früh vorbelastet zu sein, ist natürlich ganz schlecht für den Spieler. Thomas Müller. Ist jetzt nicht so richtig gefährlich, dieser Ball. Guter Einsatz, er hat den Ball. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Neuer hat den Ball, ganz einfache Aufgabe, ungefährlicher Versuch. Und dann verlieren sie doch den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Um eine Abwehr da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Kai Havertz. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Takumi Minamino. Jetzt kommt der Schuss. Kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. Kimmich. Rüdiger. Goretzka ist es. Und Müller. Sie suchen die Lücke. Vorteil für Deutschland. Leroy Sané. Gehalten, stark gemacht. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Ecke kommt von Kimmich. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Rüdiger. Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Serge Gnabry, sehr gut gemacht vom Torhüter. Jetzt der Eckball. Boah, wie hat er den denn gerettet? Ganz starker Einsatz. Auf der Linie kommt er an den Ball. Die deutsche Mannschaft hofft natürlich auf die Führung bei dieser Ecke. Gute Parade bei diesem Eckball. Serge Gnabry. Unheimlich wichtig, dass er da zur Stelle ist. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Aber jetzt kommt die Korrektur dieser Entscheidung. Freistoß. Hat er nicht gut gelöst, klar. Kommt eben noch um die gelbe Karte rum. Aber noch so eine Szene, dann wird aus der Ermahnung eine Verwarnung. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Gnabry. Serge Gnabry.
Schwache Aktion, Ballverlust. In den freien Raum. Havertz! Super, wie er das macht. Viele hätten schon gedacht, er geht rein, dieser Ball. Aber nee, nee. Dafür ist er einfach zu gut. Kimmich führt aus. Fällt das Tor doch noch. Serge Gnabry. Er schießt von weit draußen. Naja, warum nicht? Wird's jetzt gefährlich. Havertz. Das ist Goretzka. Goretzka. Ball wird abgeblockt. Er zieht vorbei. Kein guter Ball. Das war's also erstmal. Klasse da, wie sie die Räume zustellen. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Da sehen wir den Ballverlust. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Das ist der Pfiff und damit geht der erste Durchgang hier im Al-Bayt Stadium zu Ende. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Von ihm kommt... Durchgang 1, wir legen los mit diesem... Und nun kann sie losgehen. Die zweite Spielhälfte in diesem ersten WM-Gruppenspiel. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Erhalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Ja, schön geklärt. Das war die Gefahr bereinigt. Takuma Asano. Er holt sich diesen Ball. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Nagatomo. Und jetzt also Freistoß gegen die deutsche Mannschaft. Keine Karte, aber jetzt muss er sich zurückhalten. Sonst gibt es beim nächsten Einsteigen Gelb. Gute Aktion jetzt. Havertz. Das ist kein Ball, der für große Torgefahr sorgt. Leroy Sané. Das war knapp. Der Ball berührt die Latte. Nee, Ballverlust. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Aber was Zählbares kommt am Ende dann doch nicht heraus.
Goretzka. Ballverlust bei der deutschen Mannschaft. Takuma Asano. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Er pfeift sie zurück. Es gibt Abseits. Und jetzt Gündogan. Wir stehen da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Super Parade von Manuel Neuer. Boah, das war eine hochkarätige Chance. Jetzt der Eckball. Und so geht der Ball natürlich nicht rein. Manuel Neuer ist da. Die deutsche Mannschaft könnte es über den Flügel versuchen. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Vielleicht die Führung jetzt. Sehr kraftvoller Schuss, aber geht nicht rein. Hat nicht viel gefehlt. Musiala. Gutes Taking. Jetzt ist Platz für den Konter. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Gutes Tackling hier. Regulär sind es noch 7 Minuten. So, was geht jetzt noch für die deutsche Mannschaft? Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Musiala. Ball ist weg. Nagatomo. Takumi Minamino. Kamada. Die lassen den Ball da jetzt gut laufen. Schießt er ihn rein. Schuss kommt nicht durch. Jetzt schießt er. Den Ball hält er gut. Es gibt einen Wechsel. Ecke kommt. So, 0-0. Jetzt steht es fest, das ist der Schlusspfiff. Offensiv war das heute doch eigentlich zu wenig, was beide hier gezeigt haben. Ich glaube, beide wollten mehr. Aber irgendwie wollte es nicht klappen. Immer wieder kam gar nichts raus bei den Angriffen. Man hat auch gemerkt, wie hochkonzentriert natürlich die Defensivreihen heute waren. Die haben alles dicht gemacht. Ja, das ist ihnen perfekt gelungen.